guten Abend, Schwester. Schwester, komm, Schwester, beeil dich. So ausgesehen hat. Das glaube ich ganz bestimmt. Meine jedenfalls schon. Ruhig, Kinder. In der Kirche darf man nicht so laut sein. Ja! Ja! Schwester, dieses Bild hat Rubens gemalt, nicht wahr? Ja, richtig. Ich kannte früher auch einen Maler. Ja, und für mich hat er genauso gut wie der berühmte Rubens gemalt. So? Wirklich? Wie heißt er denn? Wo ist der Schwester? Ja, wie soll ich das erklären? Es ist ein Geheimnis. Oh, bitte, sag es uns. Bitte, Schwester, bitte. Erzähl es uns. Was ist das für ein Geheimnis? Das ist ja richtig spannend. Annika, weißt du eigentlich, wie spät es schon ist? Guten Abend, mein Herr Kokes. Papa! Annika, ein kleines Mädchen sollte, wenn es dunkel wird, nicht mehr draußen sein. Du weißt, dass ich da sehr böse werden kann. Verabschiede dich von deinem Freund und geh nach Hause. Auf Wiedersehen und vielen Dank für das wundervolle Bild. Guck mal, Papa, Niklas hat ein Bild von mir gemalt. Ein Bild? Verplemperst du deine Zeit immer mit solchem Unsinn? Papa! Anstatt solchen Quatsch zu malen, solltest du lieber deinem Großvater bei der Arbeit helfen. Das wäre vernünftiger. Papa, Niklas ist... Wenn ich spreche, hältst du deinen Mund. Aber... Mama macht sich Sorgen um dich. Erzähl keine Geschichten und geh nach Hause. Oder muss ich noch deutlicher werden? Nein. Das Bild behalte ich. Ich kaufe es dir ab. Hier. Ich bezahle dafür. Nimm das Geld. Ich will kein Geld dafür. Warum denn nicht? Du verkaufst es doch, oder? Ich habe es nicht für Geld gemalt. Es sollte ein kleines Geschenk für Annika werden. Ich möchte dafür kein Geld annehmen. Ich weiß, was du meinst, aber ich sagte, ich kaufe es. Nimm das Geld und sei zufrieden damit.
Wiedersehen. Ich muss nach Hause. Komm schon, Patrasch. So ein Früchtchen. Bin wieder da, Großvater. Hallo, Niklas. Hallo, Patrasch. Entschuldige, ich habe mich verspätet. Kann ich dir irgendwas helfen? Die Suppe ist schon fertig. Du kannst sofort essen. Wasch deine Hände und setz dich hin. Ja. Das ist fantastisch. Sie sieht wirklich aus wie Annika. Findest du, Mama? Ja, Niklas ist tatsächlich ein ausgezeichneter Maler. Er hat Talent, sagt man da. Stimmt's? Was meinst du, Papa? Darf ich das Bild auf unseren Kamin stellen? Ja. Hurra! Ja, das finde ich toll. Mama? Ja, ja. Stell es hin, stell es hin. Annika, sei nicht so kindisch. Das Essen wird kalt. Setz dich wieder hin und iss weiter. Ja, Papa. Annika, ich möchte, dass du diesen Niklas nicht wiedersiehst. Hast du verstanden? Was? Wieso denn? Warum darf ich ihn nicht wiedersehen? Ich will versuchen, es dir zu erklären, Kleines. Du bist unser einziges Kind, weißt du? Und wir sind der Meinung, du solltest auf eine gute Schule gehen, damit du etwas lernst. Ich will aber in keine Schule gehen. Ich habe keine Lust. Niemand von den Kindern in unserem Dorf geht in eine Schule. Du bist eben etwas Besseres als die anderen Kinder. Papa, das wäre nicht so gemein von dir. Das machst du nur, damit ich Niklas nicht mehr sehe. Ich mag nichts mehr essen. Also du hättest es ihr wirklich etwas schonender beibringen können. Wenn sie erst zur Schule geht, wird sie das alles bald vergessen haben. Sie wird neue Freunde kennenlernen. Später wird sie mir einmal dankbar dafür sein. Bist du fertig mit Auflagen? Oh. Was ist denn, Großvater? Was hast du? Ach, nichts Ernstes. Bei dem Wetter spüre ich manchmal meine alte Verwundung wieder. Mach dir keine Sorgen, komm. Du schon wieder. Blackie, du sollst das doch nicht tun. Guten Morgen, Madame Nolette. Guten Morgen, Niklas. Tut mir leid, ich kann's ihm nicht abgewöhnen. Wiedersehen, Blackie, du schwarzer Teufel. Wiedersehen, Madame. Ja, ja. Niklas ist jetzt schon ein richtiger junger Mann. Tja. Versuchen, guten Preis zu kriegen. Klar. Viel Glück. Pass gut auf dich auf, Niklas.
Hallo Paul, hallo Georg. Komm! Ja! Ich erledige das hier schon. Geh ruhig mit ihnen spielen. Nimm Patrasch mit. Ja, danke, Großvater. Los, komm, Niklas! Los, komm, Niklas! Heilige Mutter Gottes, gestern habe ich meinen Herr Kokes wütend gemacht, aber ich weiß nicht wieso. Und ich verstehe auch nicht, warum ich nicht mehr mit Annika spielen darf. Vor 5 Jahren war ich zum letzten Mal hier. Aber es hat sich kaum was verändert. Mach den Krug noch mal voll. Was ist los mit dir? Warum stehst du da? Was ist hinter dem Vorhang? Ist was Interessantes hinter dem Vorhang? Ja, ein ganz berühmtes Gemälde von Rubens. Von Rubens? Ich würde dieses Gemälde sehr gern sehen, aber es geht nicht. Wieso geht das nicht? Man muss doch nur den Vorhang wegtun. Wenn ich es ansehen will, dann muss ich dafür ein Goldstück auf den Tisch legen. Ein Goldstück? Ein Goldstück? Das ist ja fast so viel wie ein ganzes Vermögen. Ich mach dir einen Vorschlag. Denk einfach nicht mehr an das Bild. Vergiss es. Was zum Teufel ist mit dir los? Ich weiß gar nicht, was er hat. Seit wir in der Stadt waren, benimmt er sich so eigenartig. Oh, Herr Hansel, guten Tag. Ist dein Großvater zu Hause? Ja, er ist da. Großvater! Oh, guten Tag, Herr Hansel. Hören Sie, Johann. Ich brauche die Miete für diesen Monat. Was haben wir denn da Schönes? Mein Herr Kurgis hat sich darüber beklagt. Er hat was dagegen, dass seine Tochter Annika von dir gezeichnet wird. Hä? Du kannst dir nicht mal ein Stück Papier leisten. Du hast sie auf die Rückseite eines alten Plakates gemalt. Das fand er sehr unhöflich. Das ist fast eine Beleidigung. Ich möchte, dass du Annika in Ruhe lässt. Mein Herr Kurgis hat mich als Verwalter für dieses Haus eingesetzt. Du musst meine Position auch verstehen. Hier ist die Miete, Herr Hanse. Wieder lauter kleine Scheine. Ihr wisst, wie ich das hasse. Ich hoffe, du hast verstanden. Ich möchte mich nicht wiederholen. Niklas, du malst weiter wie bisher, ganz gleich, was die sagen. Aber... Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Annika, gefallen deine Bilder und das ist, glaube ich, das Einzige, was zählt. Großvater! Dass Annika uns nicht mehr begrüßt. Niklas!
Niklas, ich möchte so gerne mit euch in die Stadt gehen. Aber darfst du das denn? Klar darf ich das. Papa ist auf Geschäftsreise, er ist weit weg. Und Mama hat gesagt, es ist gut, wenn ich an die frische Luft gehe. Ich möchte Sie nicht belästigen, aber es wäre schön, wenn Sie Annika mit in die Stadt nehmen würden. Natürlich, mit Vergnügen. Niklas und Patrasch freuen sich auch über die Gesellschaft. Das ist sehr nett von Ihnen. Hör mal zu. Du musst mir aber versprechen, unterwegs ganz artig zu sein. Klar. Na, dann lasst uns gehen. Wiedersehen und vielen Dank. Und seid schön vorsichtig. Sag mal, gehen wir auf den Markt? Ich möchte mir nämlich Süßigkeiten kaufen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir zusammen in Antwerpen waren. Ich glaube, das war letztes Jahr auf dem Fest. Ich weiß schon, was ich will. Als erstes gehe ich einkaufen und dann möchte ich gern die alte Festung sehen. Meinst du, wir kommen dorthin? Mhm, klar. Wir werden alles machen, was uns beiden Spaß macht. Oh! Schau doch mal! Sei vorsichtig! Sind die nicht wunderschön? Die blühen immer im Frühling hier auf dieser Wiese. Du siehst sie nie, weil du immer in der Kutsche fährst. Ja, da hast du recht. Komm, Niklas, wir müssen weiter. Ja! Hier war es. Was meinst du damit? Ich weiß es noch ganz genau. Das ist die Stelle, an der Patrasch lag. Hm? Hier habt ihr Patrasch gefunden? In dieser Wiese? Ja, die roten Blumen haben damals genauso schön geblüht wie heute. Schrecklicher Mann, der Patrasch besaß. Er gab ihm oft kein Wasser und ließ ihn einen viel zu schweren Wagen ziehen. Steh auf, Patrasch, du fauler Hund! Du meinst wohl, du kannst pennen, hä? Ja! Das tut mir leid, habe ich gar nicht gewusst, dass Patrasch so eine schlimme Vergangenheit hatte. So, Patrasch. Ja. Jetzt gibt's was zu trinken. Bei dir geht es ihm aber wirklich gut. Stimmt das, Patrasch? Er hat ja gesagt. Da sind wir. Patrasch, warte hier auf uns. Guten Tag. Eine ganz neue Lieferung. Hier bin ich. Ach, Niklas, ich wusste, dass du kommst. Ich habe das Papier schon hergerichtet. Guten Tag. Tag? Eine sehr höfliche junge Dame, deine Freundin. Ja, das stimmt. Sie heißt Annika. Aha, es ist alles fertig. Ihr Kleiner. So viele kriege ich? Plakate? Aber die sind ja zerschnitten. Ach so, du zeichnest auf die Rückseite. Mhm, weißt du, ich habe ihn gebeten, alle alten Plakate für mich aufzuheben. Wäre doch schade, das gute Papier wegzuwerfen, oder? Ja, genau. Danke vielmals. Das gehört mir. Oh. Interessante Zeichnung. Hier. Bitte. Danke. Wer hat die Erlaubnis, stehen zu bleiben?
Los, los, vorwärts! Da sind wir wieder. Was ist denn los mit dir, Patrasch? Er ist so eigenartig. Patrasch? Er ist es. Tatsächlich. Na, komm mal her, Patrasch. Oh, so eine Überraschung. Was wollen Sie? Ich hatte nicht gedacht, dass du noch lebst. Schön, dich wiederzusehen, mein alter Kumpel. Niklas, wer ist das? Wer ich bin? Ich bin der rechtmäßige Besitzer dieses Hundes. Ich habe ihn als kleines Hündchen bekommen und ihn großgezogen. Aber vor einigen Jahren ist er mir abgehauen. Er war plötzlich verschwunden. Los, los, komm mit Patrasch. Nein, lassen Sie ihn los. Das ist mein Hund. Er bleibt bei mir. Genau. Der Hund gehört Niklas. Halt's Maul! Niklas! So, du kommst jetzt mit mir. Schieb an, Paul! Schneller, schneller! Hey, ihr Bengel, was fällt euch ein? Lauf weg, Papa, schnell! Geh mit Annika! Komm schon, Patras! Ich zerquetsche ich wie eine Wanze. Ja. Niklas, ist alles in Ordnung? Niklas, ist alles in Ordnung? Georg! Alles klar? Hey, hey, hey! Genau, ja. Und Niklas wird Patrasch nie mehr zurückgeben. Habe ich recht? Mhm.
Patrasch? Patrasch, was ist mit dir? Hast du schlecht geträumt oder was? Es ist alles in Ordnung. Hab keine Angst. So viel ich mitgekriegt habe, heißt der Junge Niklas. Ja, so heißt er. Du kennst den Balk? Diesmal kannst du dich nicht verstecken. Los, komm raus! Was ist das für ein Lärm? Was kann ich für Sie tun? Das kann ich dir verraten. Ich will sofort meinen Hund zurückhaben. Hm? Niklas, komm schnell her! Was ist denn passiert, Madame Nulette? Oh, wer war das? Wer hat die Milchkanne da hingeworfen? Hm? Hallo, Kleiner. Du hast mir eine ganze Menge Ärger gemacht. Hm? Und der arme Patrasch musste den schweren Milchkarren ziehen. Dabei ist er so harte Arbeit nicht gewohnt. Naja, jetzt habe ich Gott sei Dank mit all dem nichts mehr zu tun. Großvater! Mach dir keine Sorgen, Niklas. Patrasch wird für immer bei dir bleiben und niemand wird ihn dir wegnehmen. Ja, wirklich? Meinst du das ehrlich? Mhm. Ja, super! Hurra! Toll! Patrasch, jetzt wird alles wieder gut. Wir bleiben für immer zusammen, das verspreche ich dir. Hör auf, Patrasch! Das geht nicht! Patrasch! Arbeitet auch mit, sagst du? Ja, ich habe es selbst gesehen, mein Herr. Obwohl Sie den alten Johann auf der Farm angestellt haben, machen Annika und Niklas die Arbeit. Also, ich sag Ihnen was. Dieser Niklas ist wirklich ein ganz übler Bursche. Stellen Sie sich vor, er hat Annika dazu gebracht, dass sie mit anpackt. Das ist unglaublich. Er lässt meine Tochter auf der Farm arbeiten. Elena, bist du auch damit einverstanden, dass wir Annika auf die Schule schicken? Ja, aber ich habe noch nicht mit ihr darüber gesprochen. Ich werde selbst mit dir reden. Schick die Anmeldung hin, so schnell es geht. Ist gut.
jetzt los! Tut mir leid, dass ich nicht mitkommen kann. Bist du heute alleine? Ja. Sei vorsichtig. Kommst du alleine zurecht? Ja, ja. Heilige Mutter Gottes, bitte lass mein Großvater bald wieder gesund werden. Du hast wirklich eine blühende Fantasie. Schuluniform an. Du siehst richtig gut aus. Hey, du machst dich schmutzig. Und wenn schon, das ist mir egal. Annika. Ich hasse die Schule jetzt schon. Ich finde, dass man zu Hause viel, viel mehr lernen kann. Ich erinnere mich, dass du mal erzählt hast, in der Schule kann es ganz lustig sein. Mein Papa und meine Mama, hast du gesagt, die wollen nur das Beste für mich. Und darum schicken sie mich auf so eine gute Schule. Habe ich gesagt. Weißt du, ich glaube, das stimmt gar nicht. Papa schickt mich nur aus einem einzigen Grund in die Schule, damit ich dich nicht mehr sehe. Ich habe gehört, die Schule dauert bis zum Nachmittag. Und nach der Schule soll ich noch in einen Strickkurs gehen. Und wenn dann immer noch Zeit bleibt, muss ich ein Tagebuch führen. Ich werde dich nie mehr wiedersehen. Und Patrasch auch nicht. Annika, das neue Schuljahr hat ja schon vor einem Monat angefangen. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis sie dich aufnehmen werden. Du darfst nicht gleich so schwarz sehen. Du warst doch immer so fröhlich. Aber wir sehen uns ja an den Wochenenden und in den Ferien. Es wird schon alles nicht so schlimm werden. Weißt du, es macht mich traurig, wenn ich dich so sehe. Und Patrasch geht es wahrscheinlich genauso. Es tut mir leid, Niklas. Du hast mir das alles so schon erklärt. Ich sollte mich wirklich nicht beklagen. Es ist nur alles so neu für mich. Es ist Zeit, ich muss gehen. Mach's gut, Patrasch. Niklas! Niklas! Da sind aber viele Leute hier. Ja, auf dem Plakat steht irgendetwas geschrieben. Ich kann nicht sehen, Georg. Ist doch egal, du könntest es ja sowieso nicht lesen. Gib nicht so an, du kannst auch nicht lesen. Kommt! Hey, wartet mal. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was auf dem Plakat steht? Um den großen Rubens zu ehren, findet ein Zeichenwettbewerb statt. Ein Zeichenwettbewerb? Kann da jeder dran teilnehmen bei diesem Wettbewerb? Ja, jeder, der noch keine 18 Jahre alt ist. Wer den Wettbewerb gewinnt, bekommt von der Stadt 200 Franc. Und er darf kostenlos auf eine Kunstakademie gehen. Hey, das hört sich aber toll an. Niklas, da musst du mitmachen. Ich bin sicher, du gewinnst, ganz bestimmt. Du gewinnst ganz bestimmt. Was ist denn mit denen los? Alles klar, du wirst mitmachen und gewinnen. Na gut. Ja. Versuchen kann ich es ja. Stell dir vor, wenn ich gewinne, darf ich auf eine Akademie gehen, Patrasch. Und später dann? Später gehe ich vielleicht in Antwerpen zur Schule mit Annika. Aber die Hefte und Bücher, die kosten sicher eine Menge Geld und wir haben doch keins. Ja. Großvater, ich bin wieder da.
Oh, hallo, Niklas. Guten Tag, Herr Hansel. Ich kann nicht länger warten, tut mir leid. Die Rückstände werden immer größer und größer. Ich gehe jetzt die Milchkannen putzen. Sie schulden mir die halbe Miete noch vom letzten Monat. Wenn das mit der Bezahlung weiterhin so zäh geht, dann müsst ihr euch was anderes suchen. Großvater! Mach dir keine Sorgen, Niklas. Patrasch, du hast das Geld für Patrasch ausgegeben, damit er bei uns bleiben darf. Tut mir leid, Großvater. Ich wusste nicht, dass du dein ganzes Geld dem Kesselflicker gibst, damit er uns den Hund nicht wegnimmt. Niklas, Patrasch mag es nicht, wenn du weinst. Patrasch, Patrasch, sei bitte nicht traurig. Das hat wirklich nichts mit dir zu tun. Ehrlich. Niklas. Hallo, ich bin zufällig vorbeigekommen. Ach, das trifft sich gut. Könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja. Hey, Niklas! Niklas! Wo gehst du hin? Ich muss zum Haus von Herrn Kiesringe. Warte einen Moment, wir kommen mit. Mann, ist das ein Riesenkasten. Wenn der Sohn aus diesem Haus auch beim Zeichenwettbewerb mitmacht, dann wird's ganz schön hart. So. Stefan, kommst du bitte mal? Hallo, na endlich. Ich hab schon drauf gewartet. Wilhelm, bringen Sie es bitte auf mein Zimmer. Ja, sofort, junger Herr. Danke, dass du es gebracht hast. Das ist für dich. Wie hast du das fertiggebracht? Ich habe ihm einen Gefallen getan. Toll gemacht, du bist der Größte. Jetzt kannst du richtig. Ist es das, was Sie wollten, Herr van Eyck? Ich danke Ihnen vielmals. Ich überlasse es ganz dir. Ach, das ist doch nicht möglich. Unglaublich. Das muss ich gleich melden. Was sagst du da? Meine Tochter und dieser... Ja, ich habe es selbst gesehen. Nachdem der alte Johann weggegangen war, nahm Niklas ihre Tochter an der Hand und ging mit ihr in die Scheune. Hör mal, was soll das? Sie sind doch noch Kinder. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Oh nein, nein. So leicht darf man das nicht nehmen. Wer weiß, was dieser Kerl alles im Schilde führt und was er vielleicht alles herum erzählt. Denken Sie nur mal an die Gerüchte, die dadurch entstehen. Ihr Töchterchen könnte einen sehr schlechten Ruf bekommen. Diese Leute können doch nicht mal ihre Miete bezahlen. Annika wird diesen Jungen nie wiedersehen. Nie wieder! Thank you.
Da bist du ja, Annika. Oh, hallo, mein Liebes. Danke, Hanse. Du warst mir eine große Hilfe. Aber ich bitte Sie, mein Herr, das ist doch nicht der Rede wert. Ach, ich habe gesehen, du hast dir irgendwelche Stoffe in der Stadt gekauft. Ja, ich werde mir was Warmes für den Winter nähen. Aha, ich verstehe. Du könntest mir einen Gefallen tun, Hanse, und für Annika eine hübsche Jacke schneidern. Gern. Was ist mit dir? Hat sie irgendwas? Ich weiß es nicht. Sie weint nur noch. Wenn das so weitergeht, wird sie noch krank werden. Warum hast du ihr verboten, Niklas zu sehen? Er ist ein so netter und ehrlicher Junge. Was stört dich denn so an ihm? Sind es die ärmlichen Verhältnisse? Was hast du, Liebling? Elena, du darfst mich nicht falsch verstehen. Ich habe Annika lieb und ich möchte, dass sie glücklich wird. Du hast richtige Arbeiterhände. Tut mir leid, Niklas. Tut mir wirklich leid, dass du so schwer arbeiten musst für mich. Kümmere dich um Niklas. Pass bitte gut auf ihn auf, er hat nur dich. Wenn ich mal nicht mehr bin, mein Junge, bist du ganz allein. Wirklich, Mama? Ist das wahr? Ja. Dein Geburtstag fällt mit dem Erntedankfest zusammen und das feiern wir gemeinsam mit den Leuten aus dem Dorf. Und mit Niklas. Danke. Danke, Mama. Papa. Papa. Danke, lieber Papa. Oh, dein Geburtstag, ich verstehe. Kannst du aufstehen? Wie geht's dir? Ach, weißt du, wenn ich dein Gesicht sehe, dann fühle ich mich gleich viel, viel besser. Das hast du aber nett gesagt. Niklas und Patrasch werden sich darüber auch freuen. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie zu deiner Feier kommen. Aber du wirst doch auch mitkommen, oder? Sag mal, Annika, wie alt wirst du denn eigentlich? 9 Jahre. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ich kann mich noch gut erinnern, als du geboren wurdest, hat das ganze Dorf gefeiert. Wirklich? Annika, du bist Niklas' beste Freundin. Versprichst du mir, dass du immer gut auf ihn aufpasst? Ja, natürlich mache ich das. Bist ein gutes Mädchen. Ich war so lange bettlägerig. Die frische Morgenluft tut mir gut. Ich genieße den Spaziergang. Fühlst du dich besser, Großvater? Aber ja, viel, viel besser. Ich glaube, das reicht für heute. Großvater? Niklas? Irgendwie weht mir der Duft von frittierten Kartoffeln um die Nase. Weißt du, zur Erntezeit werden überall in der Stadt frische Kartoffeln angeboten. Frittiert, gebraten, gekocht, wie du möchtest. Großvater, du solltest zurückgehen. Ja, du hast recht. Du den Schal, du warst krank. Mir ist nicht kalt. Viel Spaß in der Stadt.
vielen Dank. Bis später. Schön, dich mal wieder zu sehen. Hallo, Niklas. Wie geht's dir denn so? Danke, gut. Weißt du, meine Mutter fühlt sich zurzeit nicht sehr wohl. Darum wird sie für eine Weile zu uns ziehen. Meine Neuralgie ist wieder schlimmer geworden. Oh. Ausgerechnet jetzt, wo mich dein Großvater brauchen würde, kann ich mich nicht um ihn kümmern. Er kommt schon zurecht. Wir haben an eurem Haus gehalten und wollten ihn besuchen, aber er hat festgeschlafen. Grüß ihn bitte von uns. Mhm. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Blackie, pass gut auf dein Frauchen auf. Bis bald, Niklas. Sag deinem Großvater, Weihnachten bin ich sicher wieder zurück. Hast du noch gar nicht geschlafen, Großvater? Schau mal, ich habe dir Kartoffeln vom Markt mitgebracht. Oh. Die sind natürlich schon längst kalt. Du kannst sie mit der Suppe essen. Ich wärme sie dir auf. Oh, sag mal, wo hast du denn die Blumen her? Hast du vergessen, dass Annika morgen Geburtstag hat? Hä? Und du hast den weiten Weg in den Wald gemacht? Nur um Blumen für Annika zu pflücken? Ich möchte ihren Geburtstag auch feiern. Da muss ich wenigstens ein kleines Geschenk für sie haben. Du weißt doch, dass Annika Blumen über alles liebt. Mhm, das stimmt. Die werden ihr sicher gut gefallen. Großvater. Die riechen aber gut. Die schmecken auch gut, aber Vorsicht, die sind heiß. Der Marktplatz war voller kleiner Buden und überall haben sie Kartoffeln verkauft. Ich habe noch nie so viele Kartoffeln gesehen. Das war heuer sicher eine gute Ernte. Die schmecken köstlich. Freut mich. Weißt du was, Patrasch? Wir essen auch gleich hier. Du bekommst dein Futter schon, aber ein bisschen musst du noch warten. So ein schöner Tag. Ich bin heute richtig glücklich. Großvater ist hier, Patrasch ist hier und ich werde Annika wiedersehen. Wenn es dir wieder besser geht, Großvater, dann fahren wir zusammen in die Stadt. Großvater! Großvater, komm, leg dich wieder hin. Niklas, ich fürchte, die Zeit ist reif, um Abschied zu nehmen. Ich werde bald dort sein, wo deine Mutter ist. Nein, sag das nicht. Du darfst mich nicht verlassen, Großvater. Ach, Niklas, ich würde gerne noch viele Jahre bei dir bleiben, aber... Wenn du Probleme hast, mein Junge, dann wende dich an Madame Nolette. Sie hat versprochen, sich um dich zu kümmern. Sie
Sie ist eine gute Frau und sie hat ein weiches Herz. Ich weiß, Großvater. Sie ist immer so freundlich zu mir. Ich habe sie von Anfang an sehr gern gehabt. Sie mag dich auch. Niklas, sei nicht traurig, mein Junge. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen, doch irgendwann muss man Abschied nehmen. Ich werde vom Himmel aus auf dich aufpassen. Bitte sag so etwas nicht, Großvater. Atrasch. Patrasch, pass auf Niklas auf. Großvater. Du musst noch viele schöne Bilder malen. Du bist so begabt. Großvater? Großvater! Großvater! Lass mich nicht allein, Großvater! Hörst du? Es sind alle hier, mein Herr. Ich denke, das Fest kann beginnen. Niklas ist noch nicht da. Wir können unsere Gäste nicht länger warten lassen. Ja, komm, lass uns reingehen. Annika! Niklas, wo ist... Sein Großvater ist tot. Ja, sein Großvater ist tot. Nein, das ist nicht wahr. Es tut mir leid. Ich wusste nicht... dass du so krank warst. Ich werde dich nie vergessen. Nie. Nein, es hilft nichts. Die Arbeit muss getan werden. Niklas, hör zu! Wenn wir dir helfen sollen, dann musst du es sagen. Wir sind immer für dich da. Ja, genau. Wir sind immer für dich da. Hör auf zu weinen. Großvater... Niklas? Den habe ich auf der Brücke gefunden. Ach, sieht der goldig aus. Aber ehrlich gesagt, der gehört nicht mir. Aha. Ha ha!
muss ihn weggeworfen oder verloren haben. Ich kann ja mal im Dorf fragen, wem er gehört. Mhm. Sag mal, hast du dich schon entschieden, was du für den Wettbewerb zeichnest? Mhm. Eigentlich wollte ich ein Bild von Großvater und Patrasch malen. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Immer wenn ich mir sein lustiges Gesicht vorstelle, dann muss ich weinen. Es ist ungefähr so, als würde es in meinem Kopf regnen. Ach, Niklas. Dass man sich so schlecht an ein Gesicht erinnern kann, obwohl man es jeden Tag gesehen hat? Die Mühle bewegt sich! Wieder ein fröhliches Gesicht machst. Irgendwas stimmt da nicht. Mein Papa hat auch schon mal gesagt, dass mit der Mühle etwas nicht in Ordnung ist. Denn da Öl reingeben, das ist leichter gesagt als getan. Mein Herr Krug, es ist ein richtiger Sklaventreiber, was der alles verlangt. Ich glaube, ich warte lieber auf den Mechaniker, das ist vernünftiger. Patrasch. Oh nein, das ist doch nicht möglich. Die Windmühle. Eine Windmühle, mein Gott! Wasser! Schnell, holt Wasser! Vielleicht können wir noch was retten. Das meine ich doch! Ja. Das Feuer geht auf die Scheune über! Das ist machen.
Gott, das Lagerhaus brennt auch! Mein Weizen wird verbrennen. Ich bin ruiniert. Wie schrecklich. Wir haben erst letzte Woche die Ernte eingefahren. Konnte das nur passieren? Ach, Liebling. Gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass sich die Flügel nicht richtig drehen und dass Hanse die Achse ölen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es dazu kommen konnte. Ich verstehe das auch nicht. Vielleicht sind die Lager heiß gelaufen, weil sie nicht geschmiert wurden. Hoffentlich war es keine Brandstiftung. Hallo, Niklas. Sag mal, was hast du gestern in der Mühle gemacht? Hä? Du warst doch dort. Ich hab dich und den Hund wegrennen sehen. Was höre ich da? Hast du das Feuer gelegt? Was? Antworte! Wolltest du dich an uns rächen, weil du Annika nicht mehr sehen durftest? Aber Liebling, so etwas würde er niemals tun. Mein Herr Koges, das würde mir im Traum nicht einfallen. So, und was hast du dann dort oben gemacht? Ich war mit Annika oben. Mit Annika? Du warst mit meiner Tochter oben in der Windmühle? Niklas! Ich sage es dir jetzt zum allerletzten Mal. Du wirst sie nie wiedersehen. Aber Liebling. Ich brauche dich nicht mehr für den Transport meiner Milch. Ich habe momentan keinen Bedarf. Tut mir leid, Niklas. Patrasch, warte! Wir gehen nicht in die Stadt. Wir haben keine Arbeit mehr. Müssen wir genauso hart sein wie die anderen? Kann er nicht wenigstens unsere Milch liefern? Nein, das geht nicht. Das kommt nicht in Frage. Armer Niklas, es tut mir richtig leid. Ach, Großvater. Niemand mehr im Dorf lässt mich die Milch in die Stadt fahren. Was soll ich jetzt nur tun? Thank you.
Mutter. Niklas! Niklas! Großvater? Niklas, sei nicht traurig, du bist nicht alleine. Annika, Georg und Paul. Sie werden dir zur Seite stehen. Und auch ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich werde immer auf dich aufpassen. Großvater. Streng dich an, Niklas. Male ein gutes Bild. Es ist fertig, Patrasch. Na, siehst du an, wie findest du's? Großvater, ich danke dir. Ich höre wohl nicht richtig. Was soll ich? Mit der Miete warten? Ich habe schon viel zu lange gewartet. Es ist immer wieder dasselbe mit euch da draußen. Wenn du nicht bezahlen kannst, dann musst du irgendwo anders hingehen. Nein, bitte. Hören Sie, bis Weihnachten werde ich alles bezahlt haben. Weihnachten? Bis Weihnachten willst du alles bezahlen? Wie soll das gehen? Du verdienst doch nichts. Ich bezahle die Miete. Ich verspreche es. Wenn das Geld nicht bald kommt, fliegst du raus. Diese Plätzchen hat sicher ihre Mutter gebacken. Ach, Patrasch, ist ja gut. Wir beide werden es schon bis Weihnachten aushalten. Ich persönlich bevorzuge dieses Bild. Es hat eine überwältigende Ausdruckskraft. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Ich empfinde es auch so. Wir sind gleich da, Patrasch. Es dauert nicht mehr lange. Und wenn ich gewonnen habe, dann bekommst du was ganz, ganz Feines. Die Wahl dieses religiösen Themas und die Farbgestaltung beeindrucken mich, wenn man bedenkt, dass dieser Künstler noch keine 18 Jahre ist. Ja, ich entscheide mich dafür. Sehen Sie sich bitte nochmal das kleine Bild links daneben an. Es ist zwar ganz offensichtlich, dass dieser junge Künstler nie eine formale Ausbildung genossen hat,
Aber das sollte bei unserer Entscheidung nicht ausschlaggebend sein. Was mich an diesem Bild fasziniert, ist die Herzenswärme, die aus dem Gesicht des alten Mannes spricht. Dieser Aspekt steht in meinen Augen weit über jeder noch so ausgefeilten Technik. Es ist sicher ein gutes Bild, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich meine, es fehlt ihm doch etwas ganz Entscheidendes in der Thematik. Das ist auch meine Meinung. Gestaltung und Ausführung sind zwar sehr ansprechend, aber als Gewinner des Wettbewerbs kann ich es letztendlich nicht akzeptieren. Wenn wir uns bei diesem Wettbewerb schon an den Werken Rubens orientieren, so sollten wir dem auch Rechnung tragen. Seine Gemälde sprechen in erster Linie das Herz des Betrachters an. Das Herz des Betrachters, das ist schon richtig, aber... Das reicht nicht aus, um zu gewinnen. Mir fehlt dabei eine gewisse Reife. Ich gebe zu, dass Technik nicht alles ist. Aber auf ein Minimum an Handwerk kann ich einfach nicht verzichten. Hier auf mich, ja? Dieser Dorftrottel ist auch schon wieder da und beobachtet uns. Meint er vielleicht, dass er gewinnen kann? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auf das Herzlichste im Namen der Stadtverwaltung und unserer 5 Preisrichter. Ich werde nun den Gewinner unseres Rubensmalwettbewerbs bekannt geben. Es ist Stefan Kiesringel aus Antwerpen. Stefan Kiesringel erhält die 200 Franc sowie ein kostenloses 2-Jahres-Studium auf einer Kunstakademie seiner Wahl. Was habe ich falsch gemacht? Essen kaufen können.
viel Geld. Mama, was passiert, wenn Papa das Geld nicht mehr findet, das er verloren hat? Das wäre entsetzlich. Wir müssten wahrscheinlich unser Haus und einige Grundstücke verkaufen. Unser Haus verkaufen? Das Schlimme ist, es war gar nicht Papas Geld. Weißt du, er hat es sich von der Bank geliehen. Er wollte damit den Bauern helfen, deren Ernte verbrannt ist. Und er hatte vor, die Windmühle wieder aufzubauen. Es ist schrecklich. Niklas! Annika, schau mal. Ich glaube, dieser Beutel gehört deinem Vater. Ja, der gehört ihm. Mama, komm schnell her. Papas Geld ist wieder da. Komm rein, Niklas. Du auch, Patrasch. Was ist das? Sieh doch, Mama. Es lag vor der kleinen Kapelle. Patrasch hat den Beutel unter dem Schnee gefunden. Oh, das ist es. Das ist das Geld, das mein Mann verloren hat. Du weißt nicht, was das für uns bedeutet. Ja, das freut mich. Danke, Niklas. Tausend Dank, Niklas. Du hast unsere Familie vor dem Ruin gerettet. Du frierst ja. Ich werde dir gleich eine Teller heiße Suppe bringen, ja? Komm her, hier ist es warm. Armer Patrasch. Er muss sicher sehr müde sein. Niklas, weißt du, dass ich dich sehr vermisst habe? Niklas? Ich weiß nicht, wie ich damit anfangen soll, aber du musst es erfahren. Ach was, das ist doch egal. Annika. Ich war mit meinen Eltern in der Ausstellung. Und wenn schon, sei nicht enttäuscht deshalb. Dein Bild ist toll. Annika. Du, sag mal, magst du Patrasch eigentlich auch so gern wie ich? Aber natürlich. Ja, wirklich? Dann verrate ich dir, dass Patrasch sehr hungrig ist. Oh, er bekommt gleich ein so großes Stück Fleisch von mir. Das wird dir sicher schmecken. Mama! Tut mir leid, Patrasch. Ich kann dich nicht mehr annähern. Bleib bei Annika. So, da bin ich wieder. Wo ist denn Niklas? Hier, Patrasch, hier ist dein Abendessen. Ich habe Geld verloren, das mir nicht gehört. Wir sind bankrott. Was ist das?
Welt! Oh, wie ist denn das möglich, dass... Patrasch hat es gefunden und Niklas hat es zurückgebracht. Was, Niklas? Ja, da siehst du, wie ehrlich Niklas ist. Er hätte das Geld gut brauchen können. Er konnte nicht mal Futter für Patrasch kaufen, aber er hat nichts angerührt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich ihn so schlecht behandelt habe. Ich war so ungerecht zu ihm. Patrasch! Was ist denn los mit dir? Hast du verstanden? Los, geh zurück ins Haus. Geh rein. Georg! Paul! Das ist Herr Eick. Er will mit euch reden. Mein Name ist Van Eyck. Ich habe ein Atelier in Antwerpen. Ich war einer der 5 Preisrichter beim Rubensmalwettbewerb. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, die anderen umzustimmen, damit Niklas' Arbeit als Beste prämiert wird. Hä? Gut, das ist mir zwar nicht gelungen, aber ich habe mich entschlossen, Niklas ein Studium auf der Akademie zu ermöglichen. Wo kann er sein? Er war nur ein paar Minuten hier. Zu Hause ist er jedenfalls auch nicht. Da war alles sauber geputzt und aufgeräumt. Irgendwas stimmt da nicht. Was ist denn los, Hansel? Wissen Sie... Na los, raus mit der Sprache. Er war ständig mit der Miete im Rückstand. Ich sagte, er muss Weihnachten draußen sein. Bist du verrückt? Wie konntest du so etwas tun? Ich wollte... Du Idiot! Thank you.
Das ist das Bild. Das Bild von Rubens. Endlich darf ich es sehen. Oh, Maria, Mutter Gottes, ich danke dir. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk. Niklas, auf. Beide bleiben für immer zusammen. Schau dir dieses Bild an, Patrasch. Ist das nicht fantastisch? Das hat Rubens gemalt. Ich habe so darauf gewartet, es zu sehen. Weißt du, Patrasch? Jetzt bin ich wirklich glücklich. Nicht wahr? Ich auch. Großvater, es tut mir leid. Lass uns schlafen, mein Patrasch. Schlafen und träumen. Thank you.
Annika! Georg? Du bist aber spät dran. Ja, tut mir leid. Ich weiß, aber Paul ist vor ein paar Minuten erst aus Hoborken zurückgekommen. Hallo! Paul! Das ist ja eine Überraschung! Schön, dich zu sehen. Herr Kogis gab mir heute frei. Weißt du, Annika, in der Mühle ist zu dieser Jahreszeit nicht viel los. Oh, weißt du, wie es Papa und Mama geht? Gut, aber sie hätten gern, dass du sie mal besuchst. Dein Vater macht sich Sorgen um dich. Er meint, dass du im Kloster zu viel arbeiten musst und ein sehr hartes Leben führst. Er hat mich nie gern arbeiten sehen. Ich habe genug zu tun, ja, aber ich arbeite mit Kindern und das macht mir viel Freude. Schwester! Wir wollen auf den Markt gehen! Du hast es versprochen! Wir waren so brav in der Schule, bitte Schwester! Wenn Sie glücklich sind, bin ich es auch. Sie bedeuten mir alles. Ich verstehe. Georg, sag, was hältst du davon, wenn wir beide uns mal um die Kinder kümmern? Hä? Das wäre doch was. Ja, wir könnten sie auf unserem Boot mit zum Hafen nehmen. Oh, das würde Ihnen sicher gefallen. Na dann los. Gut. Wir bleiben für immer zusammen, das verspreche ich dir. Niklas. Such a long time.
don't want to follow if it's here I belong. But it's true. The sweet.